Es ist nach einer guten halben Woche Zeit für ein erstes Zwischenfazit in der Ranked Season 4. Und ich habe mir ein Replay genommen, was ich ja heute quasi produziert habe. Und spiele immer noch Nagato, wie man sehen kann. Das war auf Rang 13. Ich habe mittlerweile Rang 12 erreicht. Ging relativ fix. Ich habe insgesamt 7 Spiele gemacht, bin auf Rang 14 gestartet, habe jetzt 6 zu 1 Stats, also ich habe ein Spiel verloren. Wurde am Anfang die ersten Spiele, beziehungsweise das erste Spiel, das ich gesehen habe, wurde ich jetzt ziemlich hart gecarried. Mittlerweile habe ich so meinen Rhythmus wieder gefunden, ein bisschen mehr Warships gespielt. Die erste Phase, Hearts of Iron 4 Sucht, ist so ein bisschen vorbei. Und das wird so das erste Game, was ich in meinen Augen carryen konnte für mein Team. Und wo ich das oder meinem Auftrag mehr oder weniger gerecht Die geworden bin. Schlacht beginnt. Auftrag von Battleship im Ranked ist meiner Meinung nach dafür zu sorgen, dass meine DDs Luft zum Atmen haben. Das heißt, ich versuche vorrangig die gegnerischen Cruiser rauszunehmen und dadurch einfach meinen DDs das Spiel so angenehm wie möglich zu gestalten, dass sie eben nur mit den anderen DDs klarkommen müssen und sonst Rampage laufen können. Zwischenfazit zu meinen Mitspielern bisher auf der Rank-Ebene, wo ich jetzt bin. Die Leute reden alle. Es wird viel kommuniziert, das ist super gut, also find ich richtig, richtig gut, wie das läuft dieses Jahr. Oder beziehungsweise diese Season. Also es werden Targets angesagt, das wird am Anfang, kann man hier auch im Chat gerade lesen, we go for A, frage ich, und auf jeden Fall alle anderen verstanden und ja, brauche Vorunterstützung. Und Focus Fire wird nochmal in Erinnerung gerufen, solche Sachen. Also und bisher funktioniert's. Das eine Spiel, was wir verloren haben, war ein bisschen ärgerlich. Da hat tatsächlich einer einen individuellen Fehler gemacht, aber das kann halt mal passieren. Und also es ist für mich eine sehr viel angenehmere Erfahrung bisher als Season 3. Ich weiß ja nicht, wie sich das nach hinten rausziehen wird. Ich habe mir als Wochenziel für diese Woche noch Rang 10 gesetzt. Das heißt, das werde ich bis Freitag erreichen müssen, weil ich übers Wochenende dann weg bin. Ist bisher, wenn es so weiterläuft wie jetzt, für mich easy drin. Muss man mal gucken. Mit meiner Schiffsauswahl in Sachen Nagato bin ich sehr, sehr zufrieden. Das ist ein extrem starkes Schiff in Ranked. Das ist auf jeden Fall der stärkste Battleship. Ich habe eine riesige Reichweite, die ich ausspielen kann. Und ich halte, wenn ich mich angle, vergleichsweise viel aus. Was man nicht versuchen sollte, ist Broadside gegen Broadside mit einer Colorado zu gehen. Oder auch mit einer Fuso oder New Mexico. Verliert man alle drei diese Duelle. Einfach weil die entweder mehr Guns als man selber haben. Oder eben mehr Panzerung. Die Nagato ist halt ein Battlecruiser, kein richtiges Schlachtschiff im Normalfall. Das heißt, sie ist vergleichsweise weich gepanzert. Also wenn der Colorado mir eine Breitseite gibt und ich nicht geangelt stehe, dann habe ich ein dickes Problem. Was gut aufgeht, ist meine Idee mit den Secondaries. Die meisten DDs, die versucht haben, mich irgendwie zu ambushen oder sich an mich anzuschleichen, gehen erstmal stiften, wenn auf 7,6 Kilometer meine Secondaries auf sie das Feuer eröffnen. Und weil das ist eine relativ beeindruckende Show, weil wenn das passiert. Und ansonsten bin ich daran bestätigt worden, was ich so an Schiffen bisher gesehen habe. Myoko ist relativ stark. Also ist wahrscheinlich der stärkste Kreuzer im Moment. Und die Bliskawitzer und die Mayhen sind wahrscheinlich die stärksten DDs. Ich sehe immer wieder mal vereinzelte Hatsuharus, die dann aber auch bisher in Selbsterkenntnis relativ schnell festgestellt haben, hey, das Schiff funktioniert nicht so gut, ich sollte vielleicht ein anderes nehmen. Und zum Beispiel die Hatsuharu, ich weiß nicht, was die macht vom Gegner, ist irgendwie hier hingefahren, wird leider Engine ausgenockt, sonst hätte ich die mit den Shots auf jeden Fall auch getroffen. So ist sie leider ein bisschen zu langsam. Und ich treffe sie halt nicht, aber wir haben da eine Bliska und eine Mayhem, die einfach zusammen die so schnell erledigen. Ich weiß nicht, warum unsere Bliska hier die japanische Krankheit fortführt und den getorbt hat. Das war ein bisschen unnötig, aber ist okay. So, in dem Spiel selber jetzt hier, der Gegner hat halt B gecaptured, wir haben A gecaptured. Ich finde übrigens, dass das hier eine der besten Maps ist für Ranked. Was ich überhaupt nicht abkann, ist Shattered, also zerklüftet. Mit den drei Caps, mit dem ganz schrecklichen B-Cap in der Mitte. Weil als Schlachtschiff ist man nahezu nutzlos auf der Karte. Kann man absolut nichts machen. Wenn man in die Mitte fährt, stirbt man. Wenn man außen bleibt, ist man nutzlos.
Hier kann ich beide Caps supporten, wenn ich da hinfahre. Einfach überhaupt kein Problem. Und deshalb mag ich diese Map sehr, sehr gerne. Unser Team hat sich weitgehend um A versammelt oder in A versammelt. Das klappt eigentlich ziemlich gut. Und jetzt geht es eigentlich nur darum, dass ich jetzt hier nach und nach versuche, eben die Cruiser ein bisschen zu ärgern von denen. Einfach wegzuhalten von unseren DDs. Die haben nur noch eine Farragut. Das heißt, wir sehen die ungefähr gleichzeitig, unsere DDs und deren DDs. Das ist also kein Problem. Hinter mir kassiert übrigens gerade meine befreundete Colorado. Da hat die Schorsch eine Citadel von mir bekommen. Die jetzt dahinter dieser Felsen ist hier auf der Minimap, zeigt es mal gerade hier unten. Das ist ein sehr beliebtes Versteck von Cruisern, die gute Shell-Arcs haben, also hohe Shell-Arcs und hier rüberschießen können. Die können nämlich von da aus teilweise bis in den A-Cap reinschießen. Hier sieht man es. Das ist unter anderem auch die Farragut, die da mitschießt. Aber ich meine auch eine der Cruiser, genau da hinten. Einer von den Cruisern schießt auch hinter den Felsen her. Da kann man nichts gegen machen. Also wenn man irgendwie es schafft, hier in diese Position zu kommen und hier irgendwo jemand hat, der spotten kann, kann man diese ganze Area quasi denyen, mehr oder weniger. Das funktioniert extrem gut. Die Shots hier auf die Colorado verhaue ich leider ein bisschen, weil der extrem langsam fährt und nicht weiter dreht. Also er macht das recht geschickt. Ich fange jetzt eine Breitseite von ihm. Ja, da hat man schon gesehen, also es war jetzt keine Citadel dabei. Trotzdem habe ich da relativ viel Schaden bekommen. Und da sieht man einfach, dass ein direktes Duell gegen die nicht so empfehlenswert ist. Und jetzt werde ich halt hier von den Cruisern eingedeckt. Nehme ich jetzt hier mit HE-Pepper. Bisher läuft das Spiel nur für uns auf jeden Fall. Wir haben 100 Punkte Vorsprung, alles gar kein Problem. Wir bringen uns gleich selber in extreme Schwierigkeiten in dem Spiel, beziehungsweise meine Mates bringen uns in Schwierigkeiten. Die York hat sich jetzt entschieden, hier irgendwie rauszupushen, da habe ich nicht so ganz verstanden den Move, die Miyoko auch. Und die Schorsch, da kann man es sehen, steht einfach hinter dem Felsen und kann die ganze Zeit hier in die Mitte schießen auf mich. Was extrem lästig war einfach nur. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, mein Steuer zu reparieren, weil ich sonst hier hinter diese Insel gefahren wäre, was, ja, nicht so der schlauste Move gewesen wäre für mich in dem Moment. Sondern diese York hier kommt jetzt unseren DDs hier vorne gefährlich nah. Aber das ist auf jeden Fall einfach eine Gefahr für die. Das heißt, die gilt es erstmal zu beseitigen jetzt. Ich habe bisher noch keinen Carrier in der Season gespielt. Weil eine Lucky Citadel übrigens. Genau, ich habe keinen Carrier gespielt bisher, weil scheinbar nur Air Supremacy gespielt wird irgendwie und das ein Meta ist, auf das ich nicht wirklich Bock habe. Und ich werde es einfach jetzt auf Rang 12 mal ausprobieren. Das ist ja der letzte Rang, der unumstößlich ist. Das heißt, da kann man ein bisschen experimentieren im Zweifelsfall. Muss ich im Zweifelsfall meine Mates ein bisschen abfacken. Mal gucken. Werde ich dann sicherlich auch mal das ein oder andere Spiel aufnehmen, wenn ich es mache. Und ich werde wahrscheinlich meine Saipan in 2-2-0 spielen. Weil auf 3-0-1. Nee. Da kann ich auch anders sinnlos sein. Ja, die York ist fast down. Leider ist unser anderes Battleship, da gucke ich gerade, hinter den Felsen gefahren, weil der wohl ziemlich kassiert hat von denen. Ich weiß nicht von was genau, ob er von den Colorados aufs Korn genommen wurde oder irgendwie HE-Damage getankt hat. War jedenfalls sehr unglücklich. Deswegen musste der sich jetzt erstmal hier verdrücken. Ich habe bisher eigentlich immer die richtigen Winkel gehabt. Aber was ich jetzt mache, ist ein bisschen risky, aufgrund der Colorado da hinten, die zum Glück nicht auf mich schießt. Ja, und hier warte ich jetzt relativ lang, weil ich leider nicht die Tiefe und den Winkel von dem Miyoko vernünftig einschätzen kann, wo der genau lang fährt. Da hätte ich einen Ticken höher zielen müssen, weil der von mir wegfährt. Kann man ganz gut sehen. Trotzdem eine Citadel immerhin. Hätten aber zwei sein können, wenn ich ihn einfach noch einen Ticken höher gezielt hätte. Der hat quasi genau in dem Moment eingedreht, wo ich angefangen habe zu schießen. Bisher ist tatsächlich nur ein Schiff darum gegangen, die gegnerische hat so am Anfang hier vorne. Das war sehr gut für uns, weil sonst würden die Gesamt-HP technisch auf jeden Fall führen im Moment. Auch wenn die Cruiser von denen jetzt nach und nach schlechter aussehen.
Joko bietet mir jetzt hier nette Breitseite an. Das hat auch gut funktioniert dieses Mal. Ja, wie gesagt, der stärkste Cruiser, den man eigentlich momentan spielen kann im Ranked. Indianapolis kann ich noch nicht so ganz einordnen, wie sinnvoll das mit dem Raider ist. Pensacola ist schrecklich. York geht so, hält halt zu wenig aus. Das ist so mein momentanes Fazit dazu. Die Farragut hier ist verdammt langsam. Was ich jetzt mache, ist nicht ganz so schlau. Ich werde mich jetzt hier in der Nähe von diesem Hafen begeben. Das hätte schief gehen können, sage ich mal so. Was unsere DDs machen, da verstehe ich nicht so ganz. Warum die da jetzt erpicht sind, drauf zu gehen. Ja, und unser Colorado ist hier hinten leider nicht so ganz wirklich nützlich. Jetzt schenkt mir nämlich hier auch die Colorado ein von da hinten. Und die Chance, die mich die ganze Zeit eigentlich trifft. Die Farragut vom Gegner wird jetzt hier ungeduldig. Ich hätte einfach hier bremsen sollen und warten sollen tatsächlich. Also noch mehr, als ich eh schon bremse. Dann hätte ich die beseitigen können. In unserem Mähen, keine Ahnung, warum er da stehen bleibt oder überhaupt in dieser Position geblieben ist mit den HP, die er hat. So geht er halt drauf. Ja, ich schieße einmal elegant hier in den Felsen. So sind wir killtechnisch und auch punktetechnisch immer noch sehr, sehr gleich. Also momentan sogar exakt gleich. Das hätte eigentlich nicht sein müssen. Wir hatten eigentlich einen ziemlich großen Vorteil am Anfang. Meine Secondaries können hier leider nicht über diesen Hügel hier vor mir rüberschießen, sonst wäre die Farragut schon down. Ich wollte jetzt auch nicht unbedingt vorfahren. Weil ich hier Schiss hatte, dass der jetzt hier hingetorbt hat. Hatte aber zum Glück nicht. Das war ganz gut. Jetzt muss ich einfach nur abwarten oder aufpassen, dass die beiden Colorados vom Gegner mich nicht treffen können, wenn ich hier aus dieser Position rauskomme. Sonst ist das einfach extrem gefährlich für mich. Unser Colorado von hier hinten hat jetzt einen Long-Distance-Shot genommen und hier hinten die Colorado, die nach Süden fahren wollte, gekillt. Das war gut von ihr. Und jetzt ist halt nur noch die Frage, wie wir die beiden letzten Cruiser und die Colorado killen können. Wir haben zwei Schiffe Vorsprung, den wir jetzt leider recht fix verspielen. Extrem unnötigerweise eigentlich. Zumal da die York jetzt sichtbar ist, die aus der Position auch nicht mehr wegkommen wird. Die Schorsch ist halt hier oben drüber. Die Bliska smoked mich hier. Ich habe es nicht ganz verstanden, was sie da von mir wollte. Ob ich mich drehen sollte und hier auf die Colorado zu schießen gesmoked. Ich habe einfach mal trotzdem geschrieben, danke, dass er mich smoked. Es war allerdings, glaube ich, ein bisschen unnötig. Vor allem, weil er sich jetzt in Schwierigkeiten bringt und auf die Colorado schießt. Während die mich nicht sehen kann. Und ich hätte wahrscheinlich den Damage für ihn ganz gut tanken können eigentlich. Habe ich ein bisschen Pech mit Dispersion auf jeden Fall. Dass es über ihn drüber gegangen ist. Und auch hier jetzt die Miyoko von uns und die Farragut pushen jetzt rein. Niemals im Rank pushen, wenn man vorne ist. Niemals. 923, 714 Punkte. Never ever pushen. Auch da Shots etwas zu kurz. Also so kann man wirklich sicher geglaubte Wins noch relativ easy verspielen. Jetzt geht schon mal unsere Farragut down. Unsere Miyoko pusht einfach trotzdem weiter. Ich hab's absolut nicht verstanden, was das sollte. Man kann das so safe einfach runterspielen, wenn man punktemäßig führt. Man muss einfach nur in seinem Cap bleiben. Der Gegner muss ja pushen. Er liegt ja hinten. Ja, das ist extrem eklig, wenn ein Kreuzer so in einen reindreht. Nicht wirklich gut zu treffen. Ja, Miyoko geht down. Und auf einmal führen wir nur noch 18 Punkte und es ist 2 gegen 2 statt 5 gegen 3. Das sind so Sachen, die
verstehe ich leider noch nicht so ganz, warum Menschen das so machen. Also warum das so gespielt wurde, wie es da gespielt wurde von unseren Mates. Ob die Leute zu ungeduldig sind oder nicht gewinnen wollen. Also mir ist halt wirklich jedes Mittel recht, um im Ranked zu gewinnen, was nicht irgendwie auf Cheaten hinausläuft. Und da gehört einfach ganz eindeutig auch dazu, dass ich mich verstecke und warte, bis ich punktemäßig gewinne, wenn ich nichts dafür machen muss. Also bin ich einfach dann faul. Es ist halt völlig unnötig, da jetzt irgendwie aggressiv zu spielen. Auch dass unsere Bliska jetzt auf die Colorado schießt. Ist super unnötig. Wir führen punktetechnisch überhaupt keine Notwendigkeit, auf irgendetwas zu schießen. Wir müssen einfach nur abwarten, bis die Zeit runtertickt und wir gewinnen mit Punkten. Und es gibt genauso viel Sterne, als wenn wir die alle killen. Von daher hätte man sich das jetzt hier komplett sparen können, was jetzt noch an Dramatik aufkommt oder dadurch aufgekommen ist, dadurch, dass unsere Leute da gepusht haben. Ich weiß nicht, was mit dieser Colorado kaputt ist. Jedenfalls bin ich irgendwie nicht in der Lage, die vernünftig zu treffen. Und ja, unsere Bliska dreht noch eine Ehrenrunde und schießt weiter auf die Colorado. Ich weiß, dass sie eigentlich Stealth feiern kann. Er könnte sich auch smoken einfach und könnte auf den schießen. Wäre das gar kein Problem. Ich spotte ja für ihn. Nur so ist er eindeutig zu nah dran. Die Colorado kann auf ihn schießen. Das ist in den meisten Fällen für eine Bliska eher ungesund, wenn ein Battleship auf die schießt. Und vor allem, wenn sie dann noch trifft. Ich treffe hier gerade relativ beschissen Colorado, während die Schorsch zum Glück vom Gegner super nutzlos ist und irgendwo weggefahren ist von mir. Wenn der mich die ganze Zeit mehr mit HE beschossen hätte, dann hätte ich jetzt ein größeres Problem gehabt. Die Colorado frisst jetzt immerhin einen Torp. Das ist allerdings dieselbe, die jetzt unsere Bliska töten wird. Und er hat schon abgebremst, allerdings nicht stark genug, dass ich es zum Glück nochmal ausgleichen kann. Und wir jetzt ganz knapp gerade noch so führen. Und es reicht aber so. Und so schnell kann einfach ein Ranked-Game eskalieren. Das war absolut unnötig von unserem Team, dass wir da noch so viele Leute verloren haben. Und ich konnte es allerdings meiner Meinung nach ganz gut carryen eigentlich. Hab, ja, die Cruiser versucht rauszunehmen. Sie wurden leider nicht so gefokust, wie ich das gern gehabt hätte. Ich hätte jetzt wahrscheinlich auch noch den letzten Kill hier einstreichen können. Nur wie gesagt, wa warum soll ich das Risiko eingehen? Ich kriege nicht mehr davon, wenn ich den jetzt kille oder einfach nur die Zeit runterticken lasse und wir durch Punkte gewinnen. Gucken uns gleich den Endscreen noch an. Wie gesagt, 9 Punkte Vorsprung, beziehungsweise 10 am Ende. Mehr brauche ich nicht. Ich habe keinen Vorteil dadurch, wenn ich das irgendwie anders gewonnen hätte. So, 98.000 Damage gemacht, durch den ganzen Schaden, den ich nicht gesehen habe, der eben im Smoke war oder hinter Bergen. High Caliber mitgenommen, 3 Kills, 4 Citadels. Das war schon mal soweit ziemlich gut. Gucken einmal kurz in die Teamstats rein. Wie das Ganze auflöst. 1960 Base XP für mich. Die Colorado, die am Ende noch gelebt hat, oder die letzte Waffe, den Dongang ist, hat auch gut gespielt, hat auch 3 Kills gemacht. Hätte bei einem Win wahrscheinlich genauso viele Punkte, wahrscheinlich ein bisschen mehr Punkte als ich. Also der hat echt gut gespielt. Wer nicht gut gespielt hat, ist unsere Schorsch. Ich muss gestehen, dass ich die auch gar nicht gesehen habe. Muss ich absolut nicht drauf geachtet. Die Miyoko, die gesuicidet hat, und die Colorado, die Damage gefressen hat ohne Ende bei uns. Einmal die Damage-Aufteilung sieht man, dass ich das hauptsächlich eben auf die Cruiser verteilt habe. Ein bisschen auf die Battleships. Allerdings sind Battleships halt als Tanks gedacht, deswegen ist es eher unnötig, auf die zu schießen, solange ich eben auf Cruiser schießen kann. Einfach viel höherer Effekt und viel höherer Vorteil für mein Team davon. Und das gibt dann natürlich auch ein bisschen Credits, bisschen XP, wobei das nicht ganz so wichtig ist. Das war mein First Win. Immerhin 200.000 Credits noch plus gemacht, wobei das mir wirklich in der Ranked Season völlig egal ist. Dann können wir einmal kurz ins WTR gucken. Ich habe jetzt, wie gesagt, 7 Spiele gemacht in den letzten Tagen, und da eine 75-prozentige Winrate von heute. Overall von 85%. Das heißt,
7 Battles gemacht, eine verloren. Ansonsten ein bisschen weniger Durchschnittsschaden als in der letzten Season, was aber normal ist, weil ich keine Tippets und keine Amagi spiele. Und einfach natürlich auch nicht so viel HP in dem Pool sind. Sonst läuft es eigentlich ganz gut auf jeden Fall. Und ich bin mal gespannt, wie es in der zweiten Wochenhälfte und dann auch in der zweiten Woche läuft. Bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch allen noch viel Erfolg im Ranked, die dies spielen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.